rumlamentieren, dass mit Kettensäge und Rambock ihre Zeckenlöcher eingerammt wurden. Andererseits gibt es auch noch eine Demonstration in Kreuzberg am Ohrplatz von den Flüchtlingen, die auf die bekackte Idee kommen, tatsächlich hier bleiben zu wollen. Unser Genosse, wie heißt denn der? Ach, Wovereit, stimmt, ja. Unser Genosse Wovereit hat es klar gemacht. Er hat gesagt, weg mit denen. Aber nicht, wie es ein Heinz Buschkowski so klar ausdrücken sollte, sondern lächelnd und mit menschlichem Antlitz. Nämlich, weg mit denen. Und man muss sich irgendwie Gedanken darüber machen. Von daher, wer mitkommen will zu dieser Klassenobservation, schließt euch uns nachher an und fahrt vom Potsdamer Platz aus. Jetzt übergebe ich an unseren Parteivorsitzenden für einen Redebeitrag und abschließende Worte. Zum Potsdamer Platz hin. Jo, denn wir sind jung, brutal, gut aussehend und wir werden uns verdammt nochmal den Arsch aufreißen, dass diese Flüchtlinge keinen Bock haben, hier zu bleiben, sondern zurückgehen in ihre Heimatländer, die wir in den letzten 40 Jahren mit menschlichen, humanen Antlitz ausgebeutet haben, damit es hier in Deutschland Waschmaschinen und VW-Werke gibt und wir teilweise ein paar Jahre lang die Arbeiter ein bisschen mit Brotkrumen an dem Reichtum beteiligen konnten. Jo, er hat gerade gesagt, wo ihr jetzt nicht hingeht. Ich sag euch jetzt, wo ihr jetzt hingeht. Ihr geht jetzt verflucht doch mal da lang, wenn die Polizei aus irgendwelchen Gründen euch für islamistische Terroristen hält und da nicht reinlassen wollt, dann müsst ihr halt irgendwie einen Umweg durch den Tiergarten machen. Auf jeden Fall, dort ist heute das eigentliche Hauptevent. 150 Jahre SPD wird gefeiert mit einem Deutschlandfest. Ich weiß eigentlich nicht, warum das Ding nicht 1000 Jahre Deutschlandfest, 150 Jahre SPD heißt, aber auf jeden Fall mit einem Deutschlandfest und mit total tighten musikalischen Acts der Obergangster-Rapperin Angela Merkel, Roland The Boss Kaiser ist am Start, die Prinzen, Fool's Garden, eine echt bekannte Band, die mehr als einen Hit in ihrem Leben hatte, Sammy Deluxe und ja, noch andere richtig, richtig tighte Acts sind da am Start. Dort gibt es das, was die SPD in den letzten 150 Jahren zusammengehalten hat. Bratwürste und deutsches Bier! In diesem Sinne, lasst uns mit der Geschichte versöhnlich sein. Lasst uns die Jugendsünden von Schröder, den Jusos und irgendwelchen pseudomarxistischen Linksabweichlern in der SPD vergessen. Und lasst uns die SPD dafür feiern, wofür sie wirklich gestanden hat die letzten 150 Jahre. Immer treu an der Seite Deutschlands, immer die Interessen der Arbeiter verarschen und immer Bratwurst und Bier am Start. Also gehen wir jetzt zum Deutschlandfest und wir holen uns Bratwurst und Bier, denn wir sind die junge Elite der Sozialdemokratie. Wir sind jung, brutal, gut aussehend und wir haben Style und das Geld, Style und das Geld, Style und das Geld, Style und das Geld. Okay, yeah. Wie gesagt, ab zum Deutschlandfest. 150 Jahre Sozialdemokratie. Das heißt, vom Bordstein bis zur Skyline, von einer Leipziger Arbeiterkneipe bis zum Brandenburger Tor, bis zur Siegessäule, alles gesperrt. Vier Bühnen, ganz viel Bratwurststände. Scheißgeile Party. Geht dahin, vom Bordstein bis zur Skyline. SPD, Swag, immer für Deutschland, immer gegen die Arbeiterinteressen, immer gegen die Unterdrückten und immer mit einem grinsenden, menschlichen Antlitz. Niedriglöhne, Kriegspolitik, Abschiebung, all die Sachen, die irgendwie in letzter Zeit ein bisschen aus der Mode gekommen sind, die haben wir massentauglich gemacht. Die haben wir massentauglich gemacht, indem wir gesagt haben, ja, Friedenseinsatz in Jugoslawien, indem wir gesagt haben, yeah, wir retten Frauenrechte in Afghanistan, indem wir gesagt haben, yeah, wir modernisieren die Sozialsysteme, damit die Armen auch weiter Hartz IV bekommen. Wir waren immer in erster Linie vorbei. Wir haben die Asylbewerbergesetze 1993 abgeschafft. Ja, das war unser Ding. Ohne uns wäre es nie gelaufen. Ohne uns wäre Hartz IV nie gelaufen. Ohne uns wäre Afghanistan nie gelaufen. Ohne uns würdet ihr heute alle scheiß viel Geld verdienen. Ihr hättet Rente mit 60 und ihr hättet einfach viel zu viel Geld. Und wie jeder weiß, viel zu viel Geld macht unglücklich. In diesem Sinne, dank der SPD, dass euer Karma rein ist von all diesem Besitzstandswahrungs-Wohlstandsscheiß. In diesem
diesem Sinne, SPD, Swag, wir nehmen euch alles weg.